Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Skyrim. Und dieses Mal, ja, in der Forscherei findet mir Feria. Und diese hat so laufende Aufträge für uns, die wir nebenbei abarbeiten können. Und natürlich sind die eigentlich auch ganz cool gemacht. Eigentlich dafür müssen wir, ich mache jetzt gerade einen Goldfisch sammeln und kriegen natürlich auch daher. Auch Loot müssen natürlich, um die normale Quest für die Fischerei fertig zu machen, hier natürlich ihre Aufgaben auch erledigen, da wir von ihr noch eine Angel bekommen. Und hier treffen wir unsere kleine Mila, die sich einen Goldfisch gewünscht hat. Die treffen wir natürlich danach nochmal, wenn ein Goldfisch ja nicht genug ist. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Dann laufen wir ein bisschen hinterher, hinter ihr und erzählen und lassen sie mal erzählen, was sie jetzt mit den Goldfischen hatte und kriegen natürlich von ihr auch noch Loot. Dann nachher, also erst kriegen wir ein Septim, ist jetzt nicht viel für einen Goldfischfang. Den wird zwar hier in so einen Trog reingesetzt, aber naja. Der hat der es wahrscheinlich besser als im Teich. Herz aus Gold haben wir fertig. Dann können wir natürlich gleich wieder hin und noch uns neuere Aufgaben sammeln. Sind nicht alles Angelaufgaben, um ehrlich zu sein, finde ich. Man hat zwar ein bisschen mit Angeln zu tun, aber es ist halt ein bisschen anders gehalten als bei dem anderen, wo man jetzt Fische fangen muss. Hier muss man halt Angelwettkampf. Das ist eigentlich kein Angelwettkampf an sich, finde ich. Das ist eher, ja. Da sehen wir, was wir machen müssen. Begonnen kein Wettkampf, steht da schon da. Jetzt sind wir hier hinten im Rifton und suchen unseren netten Herrn. Frag mich, wo der ist. Ach da. Oh, das ist er hier? Cool. Naja. Das ist wieder Bootsmann. Ja. Oh, ein Drache, toll. Wie viel? Wollen wir wetten? Hm? Ja, 500 Goldstücke. Oh. Gold macht die Sache gleich. Hierhin müsst ihr gehen. Ich treffe ihn an der Angelstelle. Wo ist die Angelstelle? Ein Stück weiter. Okay, da treffen wir uns da. Gerade angekommen, toll. Greifen Sie mich ein. Ein Fluss. Die dachten wohl. Ein Angler kommt nur mit seiner Rute. Ich würde euch auch mit der Rute verprügeln. So, der nächste. Ah, noch einer. Oh. Ja, der ist gleich hin. Gut. Durchsuche Rudius. Habe ich doch gar nicht gemacht. Noch nicht. Nee, und durchsuchen wir nochmal. Oh, ein Tagebuch. Rudius Tagebuch. Finde Rudius verlorenen Ring. Oh, müssen wir mal angeln. Naja. Um seinen Ring aus dem Wasser zu fischen. Naja, man könnte auch tauchen, aber ich glaube, da sieht man nichts. Na, was kriegen wir für eine. Oh, ein Ring. Ring des Hexenmeisters. Das hat denn er mit so einem Ring des Hexenmeisters zu tun. Hm. Toll. Ja. Der Ring sieht mal auch mal anders aus als die anderen. Ja. Dann sind wir wieder hier bei ihr und fragen sie mal, ob es was Neues gibt. Es steht alles in dieser Notiz. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, ihr schafft das? Danke. Viel Glück da draußen. Okay. Begonnen Krustenjagd, okay. Schlammkrabbenangriffe. Greifen wahrscheinlich einfach so ein. Schlammkrabben fand ich jetzt einfach.
Er wurde von Schlammkrabben erledigt, okay. Tagebuch lesen. Töte die wilden Schlammkrabben. 12. Naja. Weißt du nicht, mit ihrer Stärke wegmachen, machen sie jetzt hier mit Masse weg oder was? Wenn ich das Tagebuch finden würde, heißt es. So, Schlammkrabben. Kommt her hier. Ich brauche leider keine Schlammkrabben. Fleisch. Halb im Wasser hier kämpfen. Naja, 12 Schlammkrabben. Easy peasy. Dann können wir wieder zurückkehren. Ja. Oh, die Schlammkrabbe wächst ja wirklich schnell hier von ihr. Wir haben es denen ganz schön gezeigt, oder? Danke für... Ich verstehe. Ihr seid mir eine große Hilfe. Mögen die Götter euch behüten. Passt auf euch auf da draußen. Natürlich. Ne, gibt es Neues. Es steht alles in dieser Notiz. Dann gehe ich. Fanghauer. Aha. Kopfgeld. Okay. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die neue Angel bekommen. So können wir auch in der Mission weitermachen. In der normalen Angelmission an sich. Fanghauer, was gibt's Fanghauer? Ja, Ulfric. Erstmal brauchen wir eine arktische Esche. So, arktische Esche haben wir. Oh, sind wir fast gleich da. Naja, so gut. Arktische Esche platzieren. Mal gucken, was hier Fanghauer ist. Wo ist ein Fanghauer? Aha, ein Hawk. Vampirring, okay. Gut. Ah, die Ringe sehen ja wirklich toll aus. Jo, Freak. Hallo. Das ist der König hier. Keine klare Antwort. Also hier unten in seinen Gemächern. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da ich bin im Palast für das Moment. Hey du, Fanghauer ist tot. Jetzt ist er zwar tot, aber... Er hat einen Ring vom Vampir verschluckt. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Gut gemacht. Komischer Vampir muss das gewesen sein, der nicht mal einen Rock umbringen kann. Aber na egal. Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Wie lange werdet ihr... 200 Gold, naja. Hauer, Terror. Okay. Hey, ich habe hier mich drum gekümmert. Ich brauche eine neue Aufgabe. Es steht alles in dieser Notiz. Angellehrer. Nur euch persönlich. Oh, was haben wir hier noch? Lasst mal sehen. Das war's. Sprich mit Lün ja über Privat. Ich bin goldenes. Goldenes Du, das kann doch nur die Mila sein. Ja, da ist sie. Valentinas. Mila Valentina. Das ist so ein schöner Name. Einen weiteren Goldfisch. Naja. Dann kriegt sie noch einen. Wahnsinn. Ganz einfach. Ja, bringst du wieder runter, bringst du wieder in den Trug rein.
Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil das Jahr nach. Dort bringt er derzeit für gewöhnlich herum. Und ja, ich glaube, das geht wieder zum Trokin. Am nächsten kriegen sie frische Wasser von oben. Hat euch hier gefallen? Wir haben eine Menge Spaß und passen aufeinander auf. Bitte, krieg ich wieder einen Septim dafür? Danke. Hier, das ist für euch. Schüsse zu mir, Schatulle. Oh, hört sich so... Das hört sich so verboten an. Suche Milas Geheimversteck von Mila suchen und die Schatulle von ihr. Naja, okay, das ist ja okay, das ist hier oben, haben wir schon mal gesehen. Ihr habt Ahnmuttenflügel, okay. Und natürlich auch mal was Interessantes. Naja, vorsichtig. Auf zur weiteren Mission. Angellehrer spielen hier. Yeah. Hey du. Ja? Und saubere Zimmer. In der Tat. Wenn es das ist, was ihr wollt. Wir sehen uns dort. Sehr bald. Die sieht sehr begeistert aus. Was? Natürlich. Mhm. Ich soll jetzt angeln, oder was? Naja. Warte, nimm es eine Angel mit Schnur, schmeißt er hier rein. Ziehst den Fisch raus. Schmeißt die Angel, wirfst du wieder rein. Und ziehst den Fisch raus. Glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Nimmst den Köder, nimmst eine Angel, schmeißt du rein, ziehst den Fisch raus. So. Nun, ne? Ich schätze, ich schulde euch meinen Dank. Ich könnte nicht erfreuter sein. Nehmt dieses kleine Zeichen meiner Anerkennung. Mhm. Lynas Amulett von Dibella. Dafür, dass die Quests eigentlich so naja sind, ne, kriegt man hier natürlich aber auch schöne Sachen. Lynas Amulett von Dibella. Ja, allgemein brauche ich Amulett von Dibella, aber Lynas Amulett brauche ich jetzt nicht so. Damit. Und ich brauche eine neue Aufgabe. Es steht alles in dieser Notiz. Verlorene Ware. Ja, ich bin ein Angler und kein... Obwohl, ja, ich bin eigentlich alles. Mhm, Karawane. Mhm. Verlorene Flaschen. Ich soll hier verlorene Flaschen rausangeln. Naja. Okay, machen wir das. Warum soll ich denn noch Fische fangen? Immer ja auch. Irgendwelche verlorene Flaschen aus dem Wasser ziehen können. Warum soll man denn auch? Fische fangen, ja? Oh, drei verlorene Flaschen. Reset, ey. Hi. Ich hab dir schon so oft geholfen. Krieg dafür, ja? Vielleicht seid ihr auf die Karawanen. Wegen der Kajit. Was ist denn der Ring der Kajit jetzt? Der sieht natürlich auch gut aus. Natürlich schön. Ja. So, die Schlangenkrabbe wächst immer weiter. Für es steht alles in dieser Notiz. Dann Meeresfüchte schon mal. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn wir es kochen haben. Ich mal. Jupp, ich muss was kochen. See, da haben wir alles Gott sei Dank da. Ja, mal was Schönes kochen, ja. Hier. Das ist ein Krabbeneintopf, lecker. Und natürlich noch ein bisschen mehr hier, so.
Decke den Tisch und zwinge mir ins Gäber. Und wir brauchen hier noch die Krabbenbeine. Haben wir mal hier da. Krabbenbeine haben wir gerade gefunden. Wo sind die Krabbenbeine? Da. Lecker von Schlammkrabben. Zinken ins Gäber. Ich reise durch die Welt und bekoche irgendwie Leute. Standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ich könnte mich schon mit dem Gold längst zur Ruhe setzen. Hier. Wer ist das jetzt? Hä? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Gisli. Nun, verspeise das Essen. Eine Stunde zum Essen, okay. Ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos schwätzen. Alle machen das. Und alles, was ich Geldbeutel. 158. Naja. Ja, 8 Euro Trinkgeld wahrscheinlich. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.